Hallo zusammen und willkommen zu einer nächsten Runde Skat en Deux mit Eddie. Grüß dich. Hallo Daniel. So, es ist ja eine enge Kiste zwischen uns. Ich habe das gerade noch mal ausgerechnet. Nach drei Serien steht es 2280 zu 2134. 2280 zu 2134. Ja, 146 Punkte Unterschied. Ein einfacher Gang, zweimal offen im Mondeux und wir sind gleich. Ah, ja, tatsächlich. Das ist ja wirklich noch enger, als ich vermutet hatte. Das wird also schnell gehen. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich diesen Gang erstmal bekomme, ne? Ich Ja, dann mach brauche mal und mich wieder absetzen kann. Ich mach mal den Tisch auf. ich. Was haben wir gesagt? En deux Open 24 Spiele. So, mal schauen, wer zu Besuch kommt. Da ist er schon. Und dann Jawohl. lassen wir direkt die Karten sprechen. Aus guter Tradition. Gut Blatt. Gut Blatt. Ja, sieht doch so aus, als könnte ich mich hier erstmal absetzen, beziehungsweise das Ausgangsblatt sah ganz solide aus. Ja, wir werden es mal wieder zweifach offen spielen. Ein Standardspiel. Und ich überlege, ob der Späher in dem Fall gut ist, aber ich kann in Trumpf, glaube ich, gar nicht so viel verbasteln. Vielleicht brauchen wir das Tempo. Ich glaube, wir starten hier mit Trumpf. Ach, schau, wie schön, Herr Zehn ist blank. Schau, wie schön, Herr Zehn ist blank. Genau. Ich spiele einfach mal, Ja, ich glaube, die nehmen wir auch gleich einmal mit, denn was man hat, das hat man. was man hat, hat man. Und dann können wir immer noch wieder Trumpf spielen. So, 3, 7, 21, das sieht nicht gut aus. Ja, im Siegssinne Das sieht das wohl sieht nicht gut nicht aus. gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Gut, den wirst du wohl Also das haben sieht wollen. Gut, du hast ja gar keinen Vollen mehr, irgendwie ne? irgendwas so um die 21 und den Stich, ne? Ja, tatsächlich. Fast schon fertig gewesen, das Spiel. So, 18 Stück. Nee, mach du mal bitte. Mach du mal bitte. Ja. Mach du mal bitte. Trage er vor. Ich sehe hier nichts. Ich habe nichts. Ja, kann ich wieder meine Hoffnung in die Oma setzen? Nee. Da ist ja doch schon der Gang doppelt offen, über den wir eben noch sprachen. Aber noch habe ich ihn nicht gewonnen. Ja, wenn du zwei Kreuz gedrückt hast, dann könnte mein Partner gleich ein Kreuz vollen stechen. Kurze Frage, was tippst du denn, was ich gedrückt habe? Karo 10, Pik 10, tippe Ah, ich, weil alles andere wäre kein genau. guter Gang. Und das prüfen wir jetzt gleich mal. Und tatsächlich, das gibt's doch gar nicht. Wie bin ich denn Das auf gibt's doch gar nicht. die Idee so schnell wieder gekommen? Ja, gut, komm her. Wir spielen mal zwei, drei Züge. Jetzt ganz lässig einspielen und Wer dann. weiß, wie viel Eingepasste wir diesmal haben, deswegen spielen wir die Spiele erstmal. Ja, ich glaube, mehr gibt's nichts, ne? Nee. Jetzt kann ich aber guten Gewissens schenken. Aber ich glaube, wir haben auch wirklich so ziemlich Minimum bekommen. Sogar auf Ass König stehen dann hier immer in einer Hand. Aber gut, ob 81 oder 71 ist ja letztlich egal. Oh, gut gefunden, ne? Ohne Abstich theoretisch. Ja, gut gefunden, das stimmt. Wobei drei Jungs und Ass 10 Lusche waren, glaube ich, vorhanden. Aber so, das ist ein interessantes Spiel. So, wir spielen mal ziemlich offensiv heute. Ja, naja, gut, den kann man wohl schon mal spielen. Ne? Was hast du gedrückt? Zwei Kreuzen, Kreuz Lusche, 10. Da ist er ein Weltriese. Ist Ist er? kein schlechter, nein, ist kein Ist doch ein schlechter. Weltriese. Hier nehmen wir einmal mit und dann 13 Stück. können wir noch mit der blanken 10, können wir hier auch nicht viel bewegen. Na, hier machen wir die direkt auf den Tisch. 13, 13. 17, ich sehe 32 bei uns, ne? Sowas in der Art. Ja, das ist gut. Ich sehe sie noch nicht, deswegen spielen wir erstmal weiter.
Mal gucken, ob Daniel so immer noch sieht, die 32. 17, Ja, 32. voll. Und wenn du hättest ja ein Auge hättest mehr haben können. Wenn du Karo 10 tauchst, muss man aber erstmal drauf kommen. Aber bei Ja, 88 gegen ja, 89 hätte das, glaube ich, auch keine Rolle gespielt. nee, nee, war nichts. Ja, wenn ich das mal so zusammenrechne, dann sind es jetzt aber nur noch hauchdünne 44 Punkte, die ich vor bin. Netto nur noch. Also Wir haben ja auch noch ein bisschen. jeden Moment kann es hier zu einem Positionswechsel kommen. Jetzt wahrscheinlich sogar. Wobei, du hast das ja auch in der letzten Serie schon festgestellt. Zwischendrin hattest du die Führung schon mal übernommen. Ich konnte sie dann zurückerobern. Ich sag mal so, ich habe wirklich, bevor ich den Skat aufgenommen hatte, getippt, es wird doch nicht so drin liegen und es lag wirklich genauso drin. So. Also gut für mich. Dein schlimmster Albtraum ist im Skat gerade in Auf jeden Erfüllung Fall gegangen. nicht ganz so schlecht, genau. So, ich entscheide mich jetzt mal für die Variante. Wir gucken uns das mal an. Mein erster Gedanke war ein anderer. Geschlossenes Pik. Gut, geschlossen Und heißt, Pik. ich habe hier erstmal eine Entscheidung im Aufschlag zu treffen. Die ist auch nicht so leicht, muss ich sagen. Die ist gar nicht so leicht. Ich glaube, wir entscheiden uns mal so. Ja, ob das jetzt ein Volltreffer war, das weiß ich nicht. Du hattest zwei, ach, du hattest keinen Blanken, was ja schon mal nicht schlecht ist. So. Also. Naja, die Sache ist ja deutlich. 5 Trumpf, Karo Ass, 10 Lusch und wahrscheinlich hat 10 König in der Hand mit Kreuz Dame 7 gedrückt, ne? Das andere Spiel, das erste Spiel, was ich angesagt hätte, wäre wahrscheinlich jetzt schon gewonnen gewesen. So, egal, wir spielen jetzt mal, wir tun mal so, als wenn hier. So, 38, 41. 41. Lautes Mitzählen ist verboten, aber im On-Deux kann man das machen, Daniel, oder? Ja, ist in Ordnung. Okay. Hast wirklich Kreuz Dame Lusche gedrückt, ne? Alles andere wäre auch eine Riesenüberraschung. Ja, ich frage mich gerade, wo ich. Also Kreuz 10 kriege ich sowieso nicht nach Hause. Aber klappt das überhaupt mit einem. Na, also ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber gut, anyway, wir können hier erstmal so im Trüben fischen. Du hast ja auch noch eine Karo vielleicht, die du loswerden willst. Ich habe noch eine Karo, die ich. So. Also, was hatte ich jetzt gesagt? 28 in Karo, 38, 41, 49. Ja, und Kreuz 10 plus ein Buben, also Kreuz 10 plus meine langt. Buben sollte ich auch kriegen. Langt Also immer plus für dich. ein Buben. So. Herr Karo Doppelläufer macht dieses Spiel so wenig spektakulär, muss man sagen. Ja, ich hatte in der Hand Ass 10 Lusche, 10 König und drei Jungs mit Zug und zwei schwarze Blanke und es lagen wirklich zu jeder schwarzen Blanke einer drin. Also da war mehr eigentlich vorgesehen. So. Ich glaube, ich kann hier fast alles machen. Ja, ich glaube auch nicht, dass da was passiert. Aber ich nehme jetzt Variante D. So. Die Variante. So, dann machen wir jetzt daraus, damit wir nicht nachher noch in der Trumpfgabe auch noch das Trumpf Ass verlieren, machen wir mal hier einen Trumpfzug. Bub. Das Kreuz Ass meine ich natürlich so. Karo wollen wir auch nicht. Und dann haben wir 54 erkämpft. Na gut, Ja. immerhin nur ein geschlossener Pik. Ja. Wie gesagt, es sah nach mehr aus. Wie sah es So. bei dir jetzt aus vor der Aufnahme? Ja, ähnlich. Auch so, als ob es mehr werden könnte. Und es ist auch ein bisschen mehr geworden. Also mehr als ein Ja. einfacher geschlossener Pik, aber ein Gang ist es auch nicht geworden. Moment mal, sehe ich hier, kriege ich hier Paranoia? Das kann doch auch so rum. Das wird doch auch so rumgehen. Das wird auch so rumgehen. Wollte schon 14 Kreuz drücken, aus der Sorge um mein Herz Ass, aber ich glaube, die Schneiderschance. Du hast doch aber nicht Herzkönig 9 gedrückt. Das Na. sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Nein, nein, ein Herz ist nur gedrückt. Ah, ein Herz ist nur gedrückt. Okay. So, Schenken, da, Schneider gewonnen.
Ein Stich in Kreuz gibt es nur, ne? Ein Stich in Kreuz, genau. Akzeptiert. Und schon ist er wieder da. So, wir sagen 18. Und wir spielen einen offensiven Kreuz, zweimal offen. Ja, wie heißt das immer? Wenn, dann muss man. Das ist halt die Frage, ob das wirklich hier immer in Hinterhand wirklich so schlau ist, dieses Spiel zweimal offen zu spielen. Ach Pik du 9 kommt Scheiße. jetzt sogar raus. Ach du Scheiße, du hast Pik König auch noch gedrückt, du Wicht. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Aber das war genau nämlich das. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Jetzt habe ich natürlich mit meinen 5 Trumpf und diese Falle gestellt. Ob das jetzt, dafür kriege ich das Pik Ass jetzt, dafür kriege ich aber natürlich die Karo 10 nicht heim. Na gut. Die hättest du wahrscheinlich sowieso nicht reingekriegt. 3 Stiche müssen mir jetzt reichen, aber. So, 3 Stiche müssten reichen, genau. Heieieiei. 32, 39, 60, wenn mich nicht alles täuscht. Könnten 60 sein. Na gut, Pik 9 blank hättest du wahrscheinlich auch bei einmal offen aufgespielt. Das hätte nichts verändert. Ich wusste halt noch nicht genau, dass es jetzt hier so clever ist, Pik Ass erstmal rauszunehmen. Ja, wäre das denn die Lösung gewesen von deinen Sorgen? Dann wäre ja Pik 19, Dame und. 30, 51. Oh, denke mal. So, aber anyway, das haben wir ja nicht gemacht. Also, was hatte Daniel jetzt gesagt? Ja gut, das ändert ja alles nichts. Irgendwie 3 Stiche macht Daniel auf Ja, jeden ich Fall. glaube, da gibt es keine besonders großen Tricks jetzt, ne? So, ist auch, glaube ich, ganz egal, wie rum ich das jetzt hier mache.22, 32, 43, 45, ja, ganz einfach die 60, ne? Heftig, so ein Ding. Heftig, so ein Ding. So viel zum Thema offensives Kreuz zweimal So. offen. Ja, Ja, da hat es ein bisschen okay. kokettiert. So offensiv war der ja eigentlich gar nicht. Den spielt wohl jeder, den muss man wohl spielen. Aber da waren plötzlich mal 5 Trumpf aufgereiht. Und nicht mal bei der Oma. Nicht mal bei der Oma. Ich hatte die 5 Trumpf. So. Mit Speher. Auch ja nicht so ein richtig starkes Ding mit den 3 Piken da. Nee, ist kein starkes Ding und Null Augenkreuz gedrückt. ja, was ist es ist ja ein Spiel. Pik steht schön artig, da hast du natürlich. Pik ist das Einzige, was artig ist. Ja, Trumpf Ass blank ist ja jetzt. Trumpf Ass Blank ist auch nicht schlecht, genau. Also, wenn es schon 4 Trümpfe sind, dann ist doch das Trumpf Ass die Auf präferierte jeden blanke Karte. Was machen wir Fall. denn da? Kommen wir natürlich. Dut, 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 dut. Ja, ich glaube, das spielt ja auch alles keine Rolle, ne? Pik 10 kriege ich immer, aber reicht das? Ich glaube nicht. 18. 2 Stiche dann noch. 24. 54. So, irgendwo Richtung 54. Ich glaube, ich kann das Pik Ass auch ziehen. Ist hier kein Thema mit dem Tempo. Da geht es hin. So schlecht war er gar nicht. Jo,
54. Offensichtlich ist er gar nicht so schlecht, wenn man den gegen den Stand auch noch gewinnt. So, jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Jo, ich auch. Ah, nee, das kriege ich nicht übers Herz, dieses Blatt einzupassen. Aus gutem Grunde. Wenn Daniel U aus gutem Grund U. Ich glaube, du nennst es die spanische Findung. Die spanische Findung. Hat das Spiel durch, dem Spiel durchaus gut getan. Ja, hier gibt es mehrere Varianten. Da ist das der gleiche Trick. Oh, hier geht es auch schon wieder los. Es sitzt mal wieder. Ja, ah, Habe ich ein Karo gedrückt eigentlich? Du kannst es mir genauer sagen. Ich habe zwei Pik gedrückt, ne? Zum Glück. Ja, ich hatte Karo 9 schon blank, aber jetzt haben wir 14 und machen noch einen schönen Herzstich und bieten Spiel einfach gewonnen an. Das Spiel, was doch so gut aussieht. Jo. Und es war gar nicht so schlecht, dass zwei Asse drin lagen wahrscheinlich. Wie gesagt, davor waren es drei Alte und der Kreuzkönig im Dritt. Das wäre ein bisschen dürftig gewesen. Ne? So, was können wir denn damit machen? All in? Nee, all in ist mir zu früh. Die Karte ist auch so ganz schön. Den öffnen wir wieder doppelt und schicken wir einen Speer oder machen wir uns damit das Leben nur schwer? Ich glaube, wir spielen Trumpf. Da ist ja auch nicht viel los hier. Ja gut, das ist ja auch ein schönes Spiel, was du da hast. Ne? Da wird dann noch etwas angedickt. Keine Ahnung, habe ich in Karo eigentlich was gedrückt? Nee, ne? Lass schenken. Ei, 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 ei. Ja. So. Mal wieder keine leichte Geburt. Das höre ich doch mal ganz gerne. Aber die letzten Male kam dann immer Grand doppelt offen raus. So wie auch jetzt. Oh, wieder einer ohne 4, diesmal wirklich doppelt offen, ja? Naja. Karo läuft nicht, aber ich glaube, dass... Offensichtlich war es gar nicht so schlecht, dass ich nicht zwei Volle gedrückt habe. Karo läuft nicht, aber das reicht nicht für uns, ne? Weil Herz 10 dafür läuft. Was hast aber da sieht man, wenn die einfache Variante mit zwei Vollen gedrückt, wäre diesmal nicht gut gegangen. Das sind immer die Spiele, die richtig für Adrenalinspiegel sorgen irgendwie. So, jetzt ist wieder meine Zeit, auch ein schönes Spiel, aber kein Grang, wie sind die besten Schneiderchancen? Na, wahrscheinlich durchaus so. Keine Schneiderchancen. Nee, da hätten schon Kreuz S10 in einer Hand stehen müssen. Oder Herz 10 blank. Ich meine, man kann ihn ja gegen 4 Trumpf auch mal verlieren, übrigens. Ja, unbedingt. Ist natürlich auch dann schwer, aber dann fallen da mal 22, 21 und 17 oder sowas. So, wir machen es jetzt mal so, 21 auf Kreuz und noch den Herzstich mit Herz 10, Spiel einfach gewonnen. Bin ich mit dabei. Jawohl. Mensch, du. Ich habe nicht wirklich überlegt, aber... Du hast schön geblufft wieder, Daniel. Ja, schön geblufft. Am echten Tisch, so mit verdeckten Karten, da purzeln da manchmal so 18 raus. So, obwohl jetzt wieder zwei Asse drin liegen. Hm.
Bei dem Spiel eben, da hatte ich in Vorhand Kreuz, Herz, Junge, Pik, Ass, 10, Lusche und 5 mal nichts. Also die zwei Asse wären ganz gut gewesen. Ja, ich Und wusste lagen auch. zwei Asse wieder? Fast. Haben die Asse Kopftücher auf? auch noch nicht ganz, aber du bist der Sache schon ganz schön nahe. So. Ja, ich glaube, das war. Wird es jetzt mal Zeit für eine Glocke, Daniel? Nur mal gucken, ob du das geregelt kriegst. Das Ich ist eine gute. frage mich gerade, wie die Karte stehen muss, damit du das nicht geregelt kriegst. Das ist, ja. Das ist gut, ne? Hört sich erstmal nicht schlecht an, auf jeden Fall. Ja, wir machen mal einen sogenannten Not-Null. Ein Not-Null, okay. Not-Null, okay. Not-Null, man Herz sieht, 9 der kam aber Not-Null. feilschnell. Die habe ich das Gefühl, dass die Kreuz blank 7 war. ist nicht blank. Ja, Und okay. Kreuz stand tatsächlich 2-2. Die Betonung liegt auf Stand 2-2. Ja, was spielst du denn jetzt? Das wäre noch Jetzt witzig. riskiere ich Kreuz 7. Guck mal hier, ich habe sogar Kreuz Ass Nix. behalten. Eieiei. Oh, zwei rote Siebenen. Ich glaube, dann hätte Ja. ich tatsächlich einen Null gehabt. Einen wirklichen sogar. Ich habe irgendwie geahnt, dass ich die 18 nicht sagen soll. Es waren nur 5 Trumpf mit einmal Ass, 10 König an der Seite. Wenn du da den sechsten Trumpf nicht aufreißt, dann oder einen Seitenass, dann kannst du es fast vergessen. Ah, guck dir das mal an. Aber manchmal wird man ja auch geflaxt, Ja. ne? Ei, Guck. ei, 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 ei. Jetzt, also diese zwei Asse. So, Jetzt bist du Nerven auch auf verloren, wiedergefunden. Betriebstemperatur oder wie? Ich Aber weiß es nicht, Daniel. Ich habe ja ein stolzes Spiel verloren. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das nicht selber verloren habe im Nachhinein. Ich habe, glaube ich, wieder alles zu schnell gespielt. Ich weiß gar nicht. Wir machen das jetzt so, wir riskieren ein Karo einmal offen. Der sieht optisch 10-mal besser aus, als er in Wirklichkeit ist. Herz 9 könnte helfen. ist ja wieder fast wie eben. Überleg dir das. War das nicht sogar genau mit 9 und 8 die gleiche Kombination? Ach, diesmal hast du den König oben. Ja, ich sag dir, Ja. die guten Nachrichten, es stehen nicht 5, es stehen nicht mal 4 Trumpf. Es stehen keine 5, es stehen keine 4 Trumpf. Das Spiel ist 10 Klassen schlechter als der Kreuz vorhin natürlich, aber Dafür gewonnen wird auf jeden Fall. er sogar Schneider dafür. Ne? Kann man mal sehen, wie es Der wird manchmal. nicht, wie wird denn der jetzt Schneider? Bin ich jetzt gerade betrunken? Oder Nein, bin ich jetzt? ich bin betrunken. Ich bin Okay, betrunken. ja, ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, nehmen wir auch den nochmal mit. Hab eine Trumpf bei dir zu schwach eingeschätzt. Ich hätte Ja. den Karo Buben noch. Ja, da bist du wieder vorbeigepest, du. Man darf Führungswechsel. auch nicht solche schlechten Spiele 18 sagen. Taktisch. Diesmal liegen keine zwei Asse drin. So, und dann sind wir schon im allerletzten Spiel dieser Serie wieder. Und es ist eine knappe Kiste, es ist noch nicht groß was passiert. Und da komme ich wieder in die Frage. Was machen wir denn heute? Wir wollen den Eddie mal herausfordern, zu zeigen, was losgeht. Oh, ho, 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 ho. Das ist ja fast. Das Spiel haben wir doch heute auch schon irgendwo gesehen. Das haben wir ja auch schon gesehen. Guck mal, ich habe doch aufgepasst. Das ist ja wirklich genau dein Blatt. Ich glaube, sogar teilweise in den Farben übereinstimmt. Ich glaube, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Aber du bist nicht in Vorhand, oder? Du hast den doch vorhin so gedrückt, dann drücke ich den jetzt auch mal so und sag hier, mein Freund, wenn du Bescheid weißt, Herz Ass ist gedrückt übrigens. Ja, stimmt, ich bin nicht in Vorhand, aber wenn man 4 Asse hat, dann ist das natürlich gar nicht so ein großer Nachteil beim Grang jetzt, ne? Wie sagtest du so schön, so ein bisschen das Adrenalin, ja, es ist ein bisschen warm gerade. Den ersten Stich kann ich natürlich jetzt hier noch keine Zauberkunststückchen vorführen. Den nehmen wir mal lieber mit. Und auch eine Farbe frei und auch Herz. Und Karo läuft. Das ist ja wirklich alles absolut eins zu eins, ne? Ich muss kurz korrigieren, bei mir war vorhin Karo frei und nicht Herz frei. Ja, Herz und Karo sind getauscht, aber es ist sogar in Pik mit dem gedrückten König, ist sogar analog. Ich Du habe bekommst hier sogar ein Bild mehr diesmal. ja ein Karo, aber in Pik hast du eins mehr bekommen, ne? Ja, ich habe über vier eins mehr bekommen. Das Ergebnis ist dasselbe. Ja. Ja, das ist ja interessant, das ist ja spannend. Guck mal, 6 zu 1, beide. Ich habe hier
Was? Schlapp 200 Punkte wieder rausgeackert? Ein Ja, ich bisschen. habe so ein leichtsinniges Kreuz zweimal offen, das ist ein bisschen teurer als so ein Null, deswegen sind da schon mal ein paar Pünktchen. Ja. Paar Pünktchen liegen geblieben. Paar Gut. Pünktchen liegen geblieben. Also, wenn es Ja, nach mir geht, okay. können wir die nächste Runde direkt in den Ring steigen. Was sagst du? Können wir tun, Daniel. Alles klar, bis gleich und Bis ciao. gleich. Tschüss.